Herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Online-Sortenrundgang. Mein Name ist Sam Wolters und ich freue mich, Sie hier auf unserer Feldtagsfläche in Schlanstedt im Harzvorland begrüßen zu können. Auf dieser Fläche wurden im Frühjahr verschiedene Sorten der Züchterhäuser ausgesät. Für hohe Zuckererträge auf Ihren Flächen ist die Wahl einer standortangepassten und leistungsfähigen Zuckerrübensorte mitentscheidend. Zur Unterstützung Ihrer Planung haben wir die Züchterhäuser eingeladen, Heute drei Ihrer Topsorten vorzustellen. Denken Sie daran, aktuell läuft die Saatgutfrühbestellung mit entsprechenden attraktiven Frühbestellrabatten. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gerne in den agri der Nordzucker AG direkt an oder schreiben Sie Ihre Anmerkungen und Kommentare unter dieses Video. Nun soll es aber auch losgehen und ich übergebe an das erste Züchterhaus. Hallo, mein Name ist Eva Schwietert, ich bin Key Account Manager bei der Betaseed für die Region Nordzucker und Anklam und ich freue mich Ihnen heute meine Empfehlung für die diesjährige Frühbestellung vorstellen zu können. Beginnen möchte ich gerne mit der Sorte BTS 7300N, meine Schwerpunktempfehlung für alle Flächen mit Nematoden. BTS 7300N zeichnet sich aus durch einen hohen ZE und BZE, sowohl unter Befall als auch unter Nichtbefall mit Nematoden. Und sie hat eine hohe Ertragstoleranz gegenüber Blattkrankheiten. Das heißt, in der Variante ohne Fungizid fällt sie nicht ab, sondern sie hält konstant ihre Leistung. Als Alternative zu BTS 7300N empfehle ich Ihnen für alle Flächen mit Nematodenbefall BTS 440. BTS 440 ist die Sorte für alle, die Wert auf Blattgesundheit legen, denn BTS 440 zeichnet sich aus durch eine Zerkospora-Toleranz und sie ist zudem ein wenig süßer als BTS 7300N. Meine Empfehlung für alle Standorte ohne Nematodenbefall ist unsere Neuzulassung aus dem Jahr 2020, die robuste Sorte BTS 6740. Die Sorte zeichnet sich aus durch einen hohen ZE und BZE bei einem mittleren Zuckergehalt von relativ 100. Außerdem bringt sie eine Doppeltoleranz gegenüber Rizomania mit, Multisource, und sie ist exklusiv mit Beta unserer neuen Saatgutausstattung, ausgestattet. Sehr geehrte rübenbauern und rübenbauer! mein Name ist Stefan Mittler, ich leite die Aktivitäten der Höck in Deutschland und möchte Ihnen heute zur Saatgutfrühbestellung 2022 meine Empfehlung abgeben. Vanilla ist die NZ-Sorte mit Absolut flexibler Rotbarkeit von Ende September bis in den November hinein. Und dieses insbesondere dadurch, weil sie eine sehr ausgeprägte Zercospora-Toleranz hat. Zercospora Prima ist im Prinzip das Aushängeschild von Vanilla mit zusätzlicher Ramularia, Mehltau und Rosttoleranz toleranz Und obendrauf, nämlich unten drunter, die äh, Toleranz gegen die, äh, gegen die Gürtelschorf. aphanomyzis ist hier der Erreger, der doch in, bei staunender Nässe die Probleme Erzeugt. Wenn wir an die Bestandesführung denken, so ist die Schossfestigkeit von Vanilla ein Aspekt, der Ihnen auch in der weiteren Bestandesführung äh, Kosten spart, da sie sehr wenig äh, Schoss erbringt. Und wenn wir einmal bei Monetären sind, werden Sie Vanilla in dem Vorteilspaket der Nordzucker finden und demzufolge hier also auch mit einem lukrativen Preis ausgestattet, äh, unterstützt Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Rübenanbaus bereits beim Saatguteinkauf beginnend. Ich wünsche Ihnen für 2021 Beste Erfolge, gutes Gelingen, hohe Erträge, wenig Krankheiten und eine geschickte Sortenwahl für die Anbausaison im kommenden Jahr 2022. Ihr Stefan Mittler. Ich bin Volker Denike, Beratungsstellenleiter Zuckerrübe bei der KWS und stelle Ihnen die Zuckerrübensorten für die Haushalt 22 bei der Nordzucker vor. Als erstes schon ein Highlight im Bereich der Rizomania-toleranten Sorten, Kaledia KWS. Kaledia ist eine. Sorte mit sehr hohem Zuckergehalt und sehr hohem Zuckerertrag. Die Nummer eins in den rizomania toleranten Sorten. Unheimlich flexibel, für alle Aussaattermine geeignet, sehr gesund und äh, deshalb für alle Gebiete ohne Nematoden unsere Standardempfehlung. Unsere flexible Standard- und Top-Empfehlung lautet eindeutig Lunella KWS für den Anbau 2022. Lunella zeichnet sich durch höchste Erträge aus und das bei geringem Nematodenfall, ohne Nematodenfall und Nematodenbefall. Das heißt, sie bringt die komplette Flexibilität für ihren Anbau mit. Eine weitere Neuheit im Nematodensegment der KWS-Zuckerrübensorten ist die Capriana-KWS. Capriana ist die Nachfolgesorte der Lunella. Sie zeichnet sich bei Nematodenbefall durch noch höhere Zuckererträge aus und besitzt Toleranzen auch gegen verstärkte Rhizomania 2.0 und eignet sich für alle Rodetermine. Capriana speziell bei stärkerem Nematodenbefall. Darüber hinaus haben Sie ein breites Angebot an Sorten der KWS, kommen Sie auf uns zu. Verweisen möchte ich auch auf die sogenannten CA-Plus-Sorten, eine völlig neue, revolutionäre Generation von blattgesunden Zerkospora-Sorten. Sprechen Sie uns bitte darauf an, schon jetzt bestellbar bei Nordzucker. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Michael Schulz. Ich betreue aus dem Hause Sess van der Have überregional die ostdeutschen Zuckerrübenstandorte. Heute möchte ich Ihnen drei. Mehr oder minder neue Sorten aus unserem Hause vorstellen. Beginnen wir zunächst mit der Sorte Sittich aus dem Segment der Normalsorten. Sittich ist ein ausgewogener Typ, sprich ein NZ-Typ, ähnlich dem Kompensationstypen im Weizen. Sittich ist für alle rote Termine geeignet und ausgestattet mit einer überdurchschnittlichen Toleranz gegenüber Blattkrankheiten. Wie unsere Sorte Picus. Besitzt auch sittig sehr hohe Zuckergehalte und ist somit auch hervorragend für das Bezahlsystem der Nordzucker geeignet. Eine kleine Bemerkung am Rand: Sittig ist ebenfalls die beste Sorte im Feldaufgang mit nahezu 7% über dem Sortendurchschnitt. Kommen wir zur Sorte Gimpel. Gimpel ist ein Ertragstyp für die mittleren bis späten rote Termine. Gimpel ist eine multitolerante Sorte für Standorte ohne Nematoden. Wie unsere Sorte Lomosa besitzt auch Gimpel eine überdurchschnittliche Toleranz gegenüber Zerkospara und Mehltau. Des Weiteren zeigte sich in den letztjährigen ersten Ergebnissen, dass Gimpel die Sorte mit der höchsten Toleranz im Normalsortensegment ist gegenüber SBR. Die neueste Züchtung, zugeschnitten auf ihre, auf zukünftige Bedürfnisse, stellt die Sorte Kakadu dar. Kakadu ist ein NZ-Typ und für alle rote Termine geeignet. Kakadu besitzt darüber hinaus eine Multiresistenz. Das heißt, zum einen wie unsere altbewährte Sorte Raccoon eine Toleranz gegenüber Nematoden, aber darüber hinaus eine sehr hohe Toleranz gegenüber Zerkospera, Mehltau und SBR. Zusammenfassend möchte ich sagen, Sie haben die Wahl aus dem Hause Sess van der Have über eine Vielfalt an Sorten, verbunden mit der höchsten Produktqualität, sprich die Summe aus Feldaufgängen und geringer Schossneigung. Und darüber hinaus bieten wir unser Sortiment im Nordzuckerportal zu einem Staffelpreis an, verbunden mit einer Umbruchversicherung. Vielen Dank und eine erfolgreiche Ernte 2021. Guten Tag, mein Name ist Holger Tote. Ich bin einer Ihrer Strube-Anbauberater im Nordzuckergebiet. Ich möchte Ihnen heute für den Anbau 2022 drei unserer Topsorten empfehlen. Als erstes unsere Sorte Clemens. Clemens als Ertragstyp. Erreicht sehr hohe BZEs bei hervorragenden Rübenerträgen und durchschnittlichen Zuckergehalten. Clemens empfehlen wir für rote Termine ab Mitte Oktober. Als zweites möchte ich Ihnen die Sorte Orpheus vorstellen. Orpheus zugelassen im Jahr 2020, nematodentolerant. Es ist die süßeste Sorte im Nematodensegment, erreicht durch sehr gute. Zerkospera-Toleranzen in allen Umwelten, sehr hohe BZE's. Wir empfehlen Orpheus für rote Termine ab Anfang September, da sie ein Z-Typ ist. Als dritte Sorte möchte ich Ihnen unsere Zulassung 2021 vorstellen, Rigoletto. Rigoletto als Rhizomania, Zerkospera und rosttolerante Sorte erreicht sehr hohe BZE's selbst unter sehr starkem Blattbefall. Deshalb kann ich Ihnen diese Sorte für die Gegenden mit hohen Blattkrankheiten, aber auch für Gegenden ohne bzw. geringen Fungizideinsatz empfehlen. Sie erreicht durch sehr hohe Zuckergehalte als auch hohe Zuckererträge einen sehr, sehr guten BZE. Das war unser Online-Sortenrundgang hier heute in Schlanstedt. Vielen Dank an alle Beteiligten und vielen Dank für Ihr Interesse. Denken Sie daran, aktuell ist die Saatgutfrühbestellung noch bis zum 5. August mit attraktiven Frühbestellrabatten möglich. Gehen Sie dazu nach Anmeldung in unserem Agri-Portal unter dem Punkt Aktuelles auf Saatgutbestellung oder auf der linken Seite unter dem Punkt E-Shop auf Saatgut. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Abo oder Like da. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.